So, hallo und herzlich willkommen heute. Ja, ein kleines Ankündigungsvideo. Ich bin krank, hört man vielleicht. Ja, deswegen dauert es noch ein bisschen, bis meine Videos fertig werden demnächst. Ich habe gerade mehrere Projekte am Laufen, wie eigentlich immer. Ich habe noch 10 Millionen da hinten in der Werkstatt rumliegen, bei denen ich einfach nicht weiterkomme. Und ja, das hier ist nur so ein kleines Update-Video, also nicht wundern. Ja, woran arbeitet der gute Doc-Arzt denn gerade wohl? Hm? Ja, das ist eine Frage, die muss schon mal gestellt werden. Ich habe ja erzählt, ich will mir eine komplette Rüstung zusammenbauen. Aus allen möglichen Teilen so. Also, linke Armschiene habe ich. Schienbeinschienen habe ich auch. Die gefallen mir aber nicht, die mache ich neu. Eine rechte Armschiene habe ich auch. Die ist noch nicht ganz fertig. Da muss ich noch die Straps machen. Das Gurtsystem. Und ja, Brustpanzer muss ich auch noch dran arbeiten. Da habe ich ja letztlich schon mal ein Video zu gemacht. Ich habe keine Ahnung, wo ich brauche halt so ein Lederponcho oder sowas, weißt du, so irgendwas, was ich mir hier so drüber werfen kann, wo ich dann hier vorne eine Platte machen kann, hinten eine Platte und kann das dann in den Seiten miteinander verbinden. Und sowas finde ich halt nicht. Und ich habe auch, wie im letzten Video schon erwähnt, kein Geld dafür oder in dem Video. Ach, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, krank, Medikamente nicht gut. Ja, auf jeden Fall Rüstung. Und ich habe jetzt schon angefangen mit den Schienbeinschonern, wie gesagt, und mit Schulterplatten. Und diese wunderbaren Schulterplatten zeige ich euch mal gerade. Und noch eine Sache. Wegen den Schulterplatten und den Schienbeinschonern kann ich gerade auch nicht mehr in die Werkstatt. Ich habe mir nämlich den Mittelfinger kaputt gemacht. Man sieht es nicht. Aber ich habe mir hier drinnen irgendwas geprellt. Oder irgendwas kaputt gemacht. Ich kann meinen Hans mal zumachen, aber ich kann nichts festgreifen. Von dem Hammern, vom Schmieden die ganze Zeit wahrscheinlich. Ich stand heute zum Beispiel auch im Bus und ich konnte mich kaum mit der rechten Hand festhalten, weil mein Mittelfinger so weh getan hat. Und ja. Doofe Sache, buhu, ich heul rum und fangen wir einfach mal direkt an. Einmal hier diese Schulterplatte, ich weiß, sie ist wunderschön und das Licht tut gerade wunderschön reflektieren. Nein, die ist natürlich nicht schön, die ist noch nicht fertig. Die ist jetzt erstmal zusammengebaut, die Schweißnähte sind richtig hässlich geworden, weil mein Schweißgerät irgendwie rumgespackt hat. Ich habe keine Ahnung, was damit los ist. Also, ich bin noch nicht ganz sicher. Entweder setze ich die so hier dran, als wirklich Schulterplatte. Die würde dann halt eher so sitzen und ein bisschen schief. Oder ich setze die hier dran. Zack. Also, oder ich mache, was ich wahrscheinlich vorhabe, ist, eine setze ich so und die andere setze ich so. Die hier passt besser oben auf die Schulter, deswegen werde ich die wahrscheinlich links hier hin tun, so. Und die zweite habe ich anders geformt. Die ist so. Eine leicht andere Form. Seht ihr den Unterschied? Bisschen anders. Bisschen anders gebogen auch alles. Und ja, die hier würde ich dann halt lieber direkt so hier dran setzen, weil ich halt an der rechten Seite sowieso mein Armschutz an der rechten Seite ist deutlich länger, weil der geht nicht bis hier, sondern der geht noch so ein Stück nach hier hinten. Da wäre so eine Platte halt besser, weil so an der Außenseite vom Arm befestigt ist. Und ja, das ist das. Wie gesagt, es ist nur die Rohfassung. Ich weiß, Matthias ist auch so wunderschön hässlich, aber ey. Erster Versuch, das ist Edelstahl, der hat sich ein bisschen doof schweißen lassen irgendwie. Und ja, passiert, ne? Das hier ist die Vorversion von meinen Schienbeinschonern. So sehen die momentan aus. Und ein wunderbares Bein, so. Nur um euch das kurz zu demonstrieren. Das sitzt dann ungefähr so. Und ja, das wird dann alles noch miteinander verbunden. Ist es jetzt gerade nicht. Teile an der Seite, die werden noch entweder abgeschnitten oder umgebogen, wahrscheinlich schneide ich die ab oder biege die nach vorne um. Was ich mir auch überlegt habe, ist, dass ich hier abschneide und vielleicht an der Seite wieder dran schweiße oder irgendwie sowas. Kein Gleichgewichtssinn. Wie gesagt, krank, Chines, verurteilt mich bitte nicht. So, ja, und so soll es dann halt irgendwie ungefähr aussehen. Auf der Innenseite hier, das tue ich auch vielleicht noch abrunden oder so, weil es ein bisschen doof ist, das ist echt spitz. Und ich hatte mir gedacht, vielleicht tue ich noch eine Platte hier oben drauf setzen, die dann nochmal hier übers Knie drüber geht und macht dann vielleicht hier oben am Oberschenkel weiter. Da bin ich mir halt noch nicht ganz sicher. Ich habe das Ganze noch nicht fertig durchdacht und ein Projekt, an dem ich jetzt schon seit Jahrmillionen dran sitze, was ich schon 3, 4, 5 Mal geteasert habe, was aber immer noch nicht fertig ist, ist dieses wunderschöne Messer hier. Ja. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Zeichnung oder daran, dass ich euch mal die Klinge, also das Stahlstück so gezeigt habe. Ich habe es, wie ihr seht, den Griff fertig gemacht und es ist ein bisschen größer geworden, als ich mir das gedacht habe mit dem Handschutz hier. Aber das macht nichts, das sieht trotzdem sau cool aus.
Kannst halt auch als Zweihänder nehmen, obwohl es halt deutlich zu klein für Zweihänder ist. Aber egal, man kann es trotzdem machen. Und ja, die Klinge ist leider auch nicht ganz so Boeing-haftig geworden, wie ich dachte. Aber ich habe dann hier hinten noch eine zweite Klinge angebracht, was ich dann irgendwie cool fand, weil jetzt ist es so ein Dolch. Und mein dicker, fetter Hund versucht gerade, in meine Partyhöhle einzubrechen. Böser Hund. Ich zeig das mal kurz. Ich hab's genau gesehen, Buddy. Du musst nicht so tun, als würdest du gar nichts machen. Ich hab grad genau gesehen, wie du an der Tür gekratzt hast. Ja, genau du. Du dicker Hund. Tu nicht so, als wärst du unschuldig. Ich weiß genau, was für ein böser Hund du bist. Okay. Entschuldigung. Ja. So, also. Auf jeden Fall, die Klinge ist nicht so schön geworden, wie ich mir das gewünscht habe. Normalerweise mache ich einen Hologrind, falls ihr wisst, was das ist. Aber den habe ich hier nicht geschafft. Erstens, Flexblatt war im Arsch. Ich hatte noch eins und es war schon fast aufgebraucht. Und... krank. Wie gesagt. Ja. Und da die Klinge dann nicht so wunderschön zum Vorschein gekommen ist, wie ich das wollte, dachte ich mir, hey, du malst es einfach schwarz an, dann sieht es aus, hättest du voll die coole Klinge gemacht, die richtig schön geworden ist. Habe ich aber gar nicht. Deswegen habe ich schwarz angesprüht. Okay. Ja. Man sieht jetzt auch die wunderschönen, hässlich gewordenen Schweißnähte nicht so gut. Ihr seht, erstens, ich bin nicht sehr gut im Schweißen mit einem normalen Schweißgerät. Und mein Schweißgerät ist auch kacke, das funktioniert irgendwie nicht mehr so gut. Ja, aber dies ist das Messer. Und ja, das war's soweit, Leute. Ich hoffe, dieses kleine Update-Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, Kommentar, falls ihr irgendeine Frage habt. Und ihr müsst mir nicht sagen, dass ich heute scheiße aussehe. Ich weiß es auch so, dankeschön. Ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, haut rein, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Tschüss.